Es steht derzeit nicht gut. Die Assassinen können die Vorläuferschatulle in Gang setzen. Sie planen schon eine Expedition. Dann müssen wir sie aufhalten. Hope hat hunderte Männer. Und die Obrigkeit tut rein gar nichts. Was, wenn wir uns für sie ausgeben? Und ein so großes Verbrechen begehen, dass sie diese Briganten nicht mehr ignorieren können. Klingt nach einem guten Plan, Jack. Mach das. Ich muss wissen, wo die Assassinen stecken. Täusche ich mich, oder will er, dass wir Ärger anzetteln? Macht euch einen Spaß draus, Shay. Schnappt sie, Shay. Okay. Wir brauchen die Kleider. Danke. Machen wir doch. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Rogue. Ob wir denen hinterherkommen, ist die andere Sache. Verbleibende Verbrecher 2. Keine Ahnung, wie wir das hier genau anstellen sollen. Keine Ahnung. So, das ist der erste gewesen. Das war auch eher Zufall als Glück oder so. Meine Herren, dass der einfach mal in mich reingerast ist, war ja eher ein Wunder. Geben wir nicht erbärmliche Gauner ab? Nein, ich heb das Niveau. Was ist das Ziel? Die Armeekasse. Wir müssen schnell sein. Ein Regiment ist bereits unterwegs zu dem Fort, wo die Münzen lagern. Toll. Sicher habt ihr einen Plan. Da sind viele Gefangene. Geht rein, hisst die Bandenfahne. Dann befreie ich sie. Ihr wollt Verbrecherpack befreien, das für die Assassinen arbeitet? Nun, wir müssen die Armee auf sie lenken, oder nicht? Denkt dran, ihr hisst die Fahne. Ich sorge für den Aufstand. Okay. Wir müssen die Fahne hissen und jede Truhe im Fort plündern, zwei Türschlösser knacken. Oh Gott. Die wollen mich doch hier verarschen. Zum Glück macht das nichts, wenn ich hier oben drauf gestanden bin. So. Die Schatzkammer plündern. So. Wie groß ist das Gebiet? Ah. Alle Truhen hier drinne plündern. Meint ihr auch die hier? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe mal. So. Dann gehen wir zuerst mal zu dieser Scheiße hin. Und hoffen, dass wir dort reibungslos durchkommen. Was? Und wir haben dazu nur 3 Minuten? Euer Ernst? Dann ist das wohl nicht gemeint. Alle Truhen, Säcken. Okay. Machen wir doch. Supi. Hallo? Hier ist die Truhe. Einmal. Hier ist noch mehr aller Truhe. Hallo? Was wollen die mir damit sagen? Dahinter oder wie? Ja, hi. Schloss knacken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben nur noch 2,5 Minuten. Aber ich hoffe, das läuft bei uns. Nice. Die machen wir natürlich gerne auf. Da hat's noch eine. Nein. Runter hier. Runter hier. Schön. So gefällt's mir natürlich. Die da unten müssen irgendwie noch mit. So, sorry, ich muss da mal. Und jetzt heißt es einfach nur noch alle Truhen säcken. Okay, machen wir. So. 2 Türen, also Schlosstüren geknackt. Läuft. So, jede Truhe knacken. Ist auch schon fast passé. Hallo? Wo ist denn die? Habe ich die wieder mal übersehen? Ja, direkt daneben.
Sorry. Und jetzt haben wir noch zwei. Das wird lustig. 1,30. Eine Etage runter, oder wie? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Hä? Was? Hier drinnen noch zwei? Na, also gut, dann hau rein. Wir haben nicht mehr lange Zeit, mein Freund. So. Ach ja, man könnte sie auch aufschießen, stimmt. Aber wir machen sie auf die altmodische Weise. Deswegen, ja, läuft es bei uns. Und jetzt noch zum grünen Punkt und die Flagge oder so hissen. Mal schauen, ob das so geht. So, danke. So, einmal nach oben. Umdrehen. So. Hey, hallo. Hier hoch. Und die Flagge nehmen. Gelungener Banküberfall. Zeit bis zum Eintreffen der britischen Verstärkung, was? Aus dem Fort entkommen. Ja, ist klar. Ist klar. Ich muss mal. Tülle. Ja, dass die überhaupt mich erkennen. Tö. Lächerlich. Lächerlich. Das geht doch mal gar nicht klar. Was ist denn hier passiert? Die Gefangenen, Sir. Sie wurden alle befreit. Es waren einfach zu viele. Na gut, wir müssen das in Ordnung bringen, stimmt's? Zeit, diesen Verbrechern das Handwerk zu legen. Es klappt, Jack. Mit ein bisschen Glück vernichtet die Armee die Briganten. Ich mache mir mein Glück. Jo, wir machen uns unser Glück und wir haben auch die Nebenaufgaben erledigt. Was? Hier die Truhe im Fort plündern? Haben wir nicht gemacht? Was? Willst du mich verarschen? Okay, wenn die meinen. Arschlöcher. Einfach mal voll für den Arsch. Aber okay. Was machen wir denn als nächstes, meine Freunde? Ich glaube, ich würde schon fast sagen, wir porten uns hier in die Nähe und ja, rennen zur nächsten Mission. Wird lustig, da wir nicht wissen, außer vielleicht die Rogue schon beendet haben, was denn noch so passiert. Wahrscheinlich wird es die zweitletzte Folge werden, man weiß es nicht, man munkelt nur. Aber ja, es kommt jetzt ganz drauf an, was die nächste Mission bringt. Wenn da jetzt schon Rose kommt, dann sind wir auf jeden Fall auf dem Vormarsch. So. Hier gehen wir mal lang. Ja klar. Shay meint, wir müssen wieder runter. Dann gehen wir runter. Kein Problem. Hallöchen. Habt ihr mich vermisst? Ich hoffe nicht. Ich wäre ziemlich irgendwie irritiert. Dann gehen wir mal ums Haus. Mal wie gewohnte Menschen. Klettern nicht. So, und was ist denn hier? Liebkosung von Stahl. Aha. Wo ist euer Boss? Wenn ich es sage, bringt sie mich um. Sagst du nichts, bringt er dich um. Sie ist in dem Herrenhaus. Dem mit den Gärten. Gehen wir? Hätte das wirklich sein müssen? Ich glaube nicht. Aber okay.
Ihr besitzt eine verborgene Klinge? Dachtet ihr, ihr wäret der Einzige? Nun ja, vermutlich. Wo habt ihr sie her? Eine Spende der Bruderschaft. Verstehe. Unser Einsatz war ein Erfolg. Die Armee könnte jetzt jederzeit aktiv werden. Gut. Uns fehlen die Männer in New York, um uns um die Banditen zu kümmern. Mit ein wenig Glück sind wir sie jetzt endgültig los. Ich mache mir mein Glück. Jetzt lasst uns der Schlange den Kopf abschlagen. Sir, ich bestätige, die Frau ist im Haus. Perfekt. Zeit, sie auszuräuchern. Ich gehe rein und hole Ruhe. Nun dann. Nun dann. Jetzt geht es wirklich schon an Hope. Das wird jetzt lustig. Wie soll das genau gehen? Darf ich euch mal den wilden Westen-Style hervorheben? Bumm. Bumm. Wundervoll. Schöne Headies verteilt. Was? Welche Deckung? Ich kenne keine Deckung. Ich kenne nur den Headshot. Ich kill die gerne. So, mach Bumm. Scheiße, ne? Das tut weh bei mir. So. Aus dem FF. So muss es. Sorry. Nice. So, wundervoller Luftangriff. Ich muss mal Hope ausfindig machen. Ich wette, ich hätte schon gegen niemanden antreten dürfen. Aha. Was ist denn hier kaputt? Ja, klar. Sorry, Assassinen. Mit dir spreche ich hier nicht. Du bist viel zu lame hier. Hallöchen. Ja, Mann. Sogar noch über das Dach, Mann. Wie ein alter Assassine. Wir haben alles, was wir brauchen. Nun erwartet mich der Chevalier. Hope. Bon voyage. Es wurde auch Zeit. Schade, dass es so endet. Ihr wart ein braver Bursche. Oh Mann, und wie sollen wir hier rauskommen? Das geht doch mal gar nicht klar. Sich durch die Giftwolken keinen Schaden zufügen lassen. Wir müssen hier lang. Ich hoffe, wir haben es trotzdem noch geschafft, auch wenn wir direkt in diesem Gasding waren. Okay, wir müssen uns hier irgendwie nach oben kämpfen. Sonst wäre das wohl nix, wie man sieht. So. Super. Das läuft auf jeden Fall. Nice. Ja, wir sind auf jeden Fall schon fast drüben. Och, du Kuh Rose. Oder wie du heißt. Ich hau dich in die nächste Tonne. Arschkriecher. Echt mal. Und jetzt? Wo bist du? Ihr habt weit mehr Ausdauer als erwartet, Chef. Ja. Halt die Fresse, Was? Nicht die Kämpfer sich durch die Giftwolken keinen Schaden zufügen lassen. Lähmt mein Herz. Ich muss weg hier. Ja, ich mach das auch. Keine Sorge. Das hilft. Bewegung hält mein Herz in Gang. Ja. Wie du siehst. Tja. Ja. Aber,
Nein! Ich muss Hope finden. Nein! Ein Gegengift. Nein, nicht den Kämpfer verwecken lassen. Oh Mann, ich bin tot. Aber das von dem Assassinen. Weil ich kaum Zeit hatte. Ich konnte mich nicht noch umschauen. Das könnte jetzt ein wenig ecklicher werden. Oder schlimmer. Wie man das auch immer nennen mag. Was ist das? Ja, was wohl? Ein Gift. Gift. Lähmt mein Herz. Ja, von mir aus. Muss weg hier. Ja, dann gehen wir weg. Es hilft. Ja, ja. Bewegung hält mein Herz in Gang. Ist kein Problem. Au. Du Kuh. Stopp! Du Kuh, Ganz im Ernst. Aha. Und jetzt? Aha. Super. Immerhin. Ich muss Hope finden. Ein Gegengift. Ja, definitiv. Das kann kein Dauerzustand sein, dass ich mich immer bewegen muss. Ihr gebt nie auf. Nein, gebe ich nicht. Keine Zeit heute. Macht nicht. Das Gift wird euch töten. Ja, ja. Das haben schon viele gemeint. Dass man mich so besiegen könnte. Aber nein. Nein, nein, nein. Das geht nicht so einfach, meine Dame. Und ich komme dir sicher hinterher. Ja, ist kein Problem. Ich bin sowieso schon vergiftet. Ne? Du dumme Pute. Ey. Du dummes Stück Scheiße. Du spielst hier mit sowas rum. Mama mia. Was dir wohl nicht alles einfällt. Hallo? Bist du Banane so? Mir sowas anzutun? Warte nur. Wenn ich dich in die Finger kriege, Dame. Dann kannst du was erleben. Jetzt gehe ich außen rum. Oh Gott. Das war jetzt ganz schief. Ah, hey. Du bewegst dich ja, mein Freund. So. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich's. Aber vorhin... Ah, verdammt. Wie hole ich die dumme Pute ein? Töte sie, Ja, klar. Das geht gar nicht klar. Sorry. Ich muss mal. So. So. So, danke schön. Ey. Ja, super, na. Ja, super, wir haben sie. Ihr seid spät. Schon wieder schlecht. Hope. Ich wollte das nicht tun. Ich trainierte euch dafür. Ich habe es nicht anders erwartet. Warum? Um Liam Zeit zu geben. Bald ist der Chevalier auf dem Weg zur Vorläuferstätte. Ich werde ihn aufhalten. Er wird dich erwarten. Schade. Ihr hattet so viel Potenzial. Ja, meine Freunde, sich durch die Giftwolken keinen Schaden zufügen lassen, tja, das ging in die Hose, nicht den Kämpfer verwickeln lassen, ging die auch in die Hose. Wie hätte man das auch machen sollen? Naja gut, ich habe auch nicht groß gekämpft, außer mit ihr. Aber egal, das wird halt auch schon falsch gewertet, was ich ziemlich schade finde, aber egal. Jetzt gucken wir uns mal an, wo wir denn uns hin verschlagen müssen, um weiterzukommen. Nur hierhin, na dann. Gucken wir uns noch die nächste Missy an. Wie es denn hier so weitergeht. Dann
wird's lustig. Für den nächsten Part und den letzten wahrscheinlich. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch irgendwie 10 Minuten dranballern, aber dann wäre für die nächste Folge nichts mehr über. Deswegen sehen wir uns, sobald wir gesehen haben, wie es weitergeht, in der nächsten Folge wieder. Ne? Danke auf jeden Fall schon mal fürs Dabeisein. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, Freunde. Ja, super. Sehen wir die Mission nicht mal. Naja, auf jeden Fall wissen wir, wir müssen Liam und den guten alten Herrn von und zu aufspüren und vernichten. Und das werden wir auch im nächsten Part tun. Mal schauen, ob uns das gelingt. Tüdelö!